By the grace of Allah the Almighty, Zurich Nasser, a branch of Jamaat Ahmadiyya Switzerland, organized a Tabligh event on September the 29th, 2021, under the motto Evening Encounters in partnership with the neighboring church for residents around the Mahmud Mosque in Zurich. The aim was to propagate the peaceful message of Islam Ahmadiyyat and allow members to have guided tour of the mosque to better understand the teachings of Islam. The event started with the recitation of the Holy Quran, followed by a welcome note by the priest. Thereafter, missionary Wafa Muhammad Sahib introduced the Jamaat Ahmadiyyat, and also a video was shown to attendees on Jamaat activities in Switzerland, but also around the globe. This was followed by the keynote address of Amir Sahib Switzerland, Walid Tariq Tanotsa Sahib. After the keynote address, all participants had the opportunity to visit the Mahmud Mosque and enjoyed a guided tour in groups. They had the opportunity to ask questions related to the mosque and activities in the mosque. Later, some snacks were served and a question and answer session took place, and all participants had the opportunity to raise their questions to a panel consisting of Amir Sahib Switzerland, Walid Tariq Tanotsa Sahib, Missionary in Charge Sahib Switzerland, Munir Ahmed Munawwar Sahib, and the priest Christoph Strebel. The event further also included an exhibition, bookstall, and a calligraphy stand, which all attendees also visited with great interest. The event, alhamdulillah, was a great success. A teacher living in the neighborhood of the mosque gave her remarks and said, "Ich bin glücklich. Und ich bin bewegt und ich bin, ich fühle mich privilegiert, dass ich das erleben konnte. Danke. Es macht mir Lust auf mehr." The priest was so much overwhelmed of Jamaat that he said, "Ich bin aber auch bei euch das Herz am gleichen Ort. Es geht uns darum, einen Kontakt zu Gott bekommen, im Gebet etwas von dem nahen und barmherzigen Gott können zu spüren und das auch an andere Menschen können weitergeben. Das ist mir wieder ganz fest klar geworden. Ich finde, sie sind auf einem bemerkenswert guten Weg. Also ich hoffe, dass sie sich nicht von gesellschaftlichen Entwicklungen, die es da in der Schweiz manchmal gibt, wo mehr so mit Misstrauen Muslimen gegenüber zu tun hat, dass sie sich von dem nicht klein kriegen lassen." Due to COVID-19 measures, only 50 attendees were allowed to participate on the day. Man sieht die Resonanz der Besucher, ist da, dass man gemeinsam weitere Programme organisiert. Und möge Gott es uns ermöglichen, dass wir diese freundschaftliche Beziehung aufrechterhalten können und weiter natürlich solche Programme wie heute Abend, die sehr schön und sehr erfolgreich waren, gemeinsam pflegen können, um gegenseitig die Meinung oder das Wissen auszutauschen. Es war ein schöner Abend. Jazakallah. May Allah the Almighty enable us to continue to spread the peaceful message of Islam, Ahmadiyyat. This is MTA International News, Switzerland Studios.